Kekse mit, von Erne und Bert. Für Urlaub war das schon ganz okay. Das ist cool. Immer mit Hunger einkaufen gehen ist ganz wichtig, Leute. Da habe ich auch kaufen. Hallo Sportfreunde, liebe Zuschauer, mein Name ist Johannes Lukas und ich bin gerade auf dem Weg zum Arzt. Hoffentlich wird das mein letzter Arztbesuch für die nächsten Monate. Die Ärztin hat mich nochmal durchgecheckt. Offiziell quasi gesund. So, da haben wir's. Vitamin D. Ja, wenn die Sonne nicht rauskommt, müssen wir halt Tabletten schlucken, ne? So ist das. Leute, ich bin gerade zu Hause und ich habe eine lustige Situation. Meine Frau steht hier gerade vorm Jasper. Und fragt ihn, Jasper, was ist denn das? Und ich kann es leider von der Packung auch nicht ablesen. Ich habe keine Ahnung, muss ich gestehen. Riecht jetzt nicht? Kann man da einfach so reinbeißen? Probier's doch mal. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Ingwerzehe oder so. Oder also so ein eigentlich Kaktus. Frage ich dich, was das ist, weil ich dich fragen wollte, wie man das isst. Ja, ich sag mal, also jetzt nicht reinbeißen. Google wird das, ich weiß nicht, Google wird das schon soll. Verraten. Ich habe vielleicht keine Ahnung. An euch nochmal. Pass auf, wir sagen das jetzt nicht. Wir fragen euch nochmal. Also bitte schreiben, was es ist und wie man es isst. Wie man es zubereitet, was man für leckere Speisen damit machen kann. Du, der Jasper, der ist doch gelehrte Kraft, studierte Ernährungsberater und weiß es nicht. Finde ich gut. Aber es ist völlig in Ordnung, man kann ja auch nicht alles kennen. Tja, zieh dich aus. Zieh dich aus. Wir haben uns gerade Gedanken gemacht, wie das nächste Thumbnail aussieht. Und wir machen gerade ein neues Video. Ja, ich hatte alleine keinen Bock, habe gedacht, ich hole mir mal den Lauch dazu. Ja, wer ist da besser geeignet? Ja, lasst euch überraschen. Tja, ab und zu muss man dann auch mal Stellung beziehen, ne? Das nützt ja nichts. Wir sind fertig mit dem Dreh und insgesamt auch fertig. Man glaubt immer gar nicht, wie anstrengend das ist, sich zu konzentrieren. Wir sind jetzt schon viel zu lange aus der Schule raus, da sind wir das nicht mehr gewohnt. Bei mir gibt es ein lecker Süppchen. Habe ich mir vom Frauchen gewünscht. Guten Morgen, Sportsfreunde. Ich habe gestern Training weggelassen. Heute werde ich ein bisschen was machen. Ich werde nur mit Kurzhandeln arbeiten. Mich bloß nicht zu sehr zu belasten. Da ich heute Abend noch einen Dreh habe, da muss ich echt fit sein und aufnahmefähig. Hier habe ich meine Ruhe im Studio. Guten Morgen. So, Sportsfreunde. Ich habe meine Brot-an-Tor-Manschetten ausgiebig trainiert, mich gedehnt, aufgewärmt. Jetzt fange ich mit dem ursprünglichen Training an. Nachdem ich mich 20 Minuten lang aufs Ohr gehauen habe, esse ich nun mein offizielles Frühstück. Das ist also quasi klassisches Porridge, denn das Eiklar ist gestern leider zur Neige gegangen. Muss ich nachher nochmal einkaufen, ne? So, wir sind da. Mal sehen, ob die Mädels schon drin sind. Ich wüsste ja noch gar nicht, wer, ne? Okay, dankeschön. Das ist schon. So, nachdem der Dreh endlich fertig ist, haben wir gedacht, fahren wir schnell nach Hause. Vielleicht kann man noch was essen gehen, noch schnell was einkaufen. Nächstes mit schnell. Berliner Rush Hour, hier ist alles voll. Wir stehen hier nur rum. In der Zeit wäre ich zweimal mit dem Rad da hinten nach Hause gefahren oder wie auch immer. Es spricht also alles gegen Autofahren, Leute. Ich wollte dich nervt. Du sitzt hier rum und wartest, bist unproduktiv. Kannst bestenfalls noch mal ein paar Posts machen bei Instagram oder Facebook. Und das war's dann auch schon, ne? Echt grausam. siehst du, so weit ist es schon. Und weil wir so lange unterwegs waren, beide richtig Hunger haben, hatte meine Frau die glorreiche Idee, jetzt zum DM zu gehen. Ja, mein Styles, egal, ich habe trotzdem Hunger. Ich habe vergessen, mein Protein.
musst gleich sterben, alter Falter normal. Immer mit Hunger einkaufen gehen, ist ganz wichtig, Leute. Schatz, können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren? Ja, ganz wichtig, brauchen wir unbedingt. Guck mal hier. Oh, Schafe, guck mal. Die sind ja süß. Die würden tatsächlich wirklich gut bei uns reinpassen. Da hast du recht, Schatz. Nein, sehr schön. Bitte. So was brauchen wir denn? Hat dir Maxi den Einkaufszettel geschickt oder was? Ja. Ich darf jetzt nicht mal meckern, weil meine Frau das Material schneidet. Sonst kann ich jetzt irgendwie pro schimpfen und das selber rausschneiden, aber das kann ich nicht. Schatz, ich habe wirklich richtig Knast, Schatz. Ohne Witz. Ja, schon gut, Maxi. Da muss ich jetzt irgendwas essen hier, ein Riegel oder so. Ja. Schatz, konzentrier dich doch mal. Ich konzentriere mich nicht. Ich sitze hier nur so, ich laufe nur. Listerinen brauchen wir, Vitamin C brauchen wir, Ohrenstäbchen brauchen wir. Das sind keine Ohrenstäbchen, das sind Q-Tips. Das sind Ohrenstäbchen. Die macht man nicht in die Ohren. Gestern hat mich doch tatsächlich die Ärztin noch mal gefragt. Ich kam extra noch mal raus und habe mich gefragt, was für ein Deo ich benutze oder für ein Parfüm. Und ich konnte ihr nicht mehr antworten. Wisst ihr warum? Weil meine Frau mein Deo einkauft. Ich, Schatz. Das ist schwarz, ne? Hier, das hier ist es. Also Leute, wenn ihr mal wissen wollt, welches Deo ich habe, ich mache einen Affiliate-Link unten rein in die Beschreibung. Ja, gut, wisst ihr Bescheid. So, wo ist sie denn jetzt hin hier? Ah, da treibt sie sich um. In der Bio-Abteilung. Ich werde mir gleich irgendeinen Riegel reinziehen, weil ich hab's so einen Knast. Scheiße, Mann. Professional. Das ist super. Oh. Die kann ich euch sehr empfehlen. Die sind super lecker. Kekse mit von Ernie und Bert. Ich glaube, sie sind nicht ganz so schrottig wie der klassische Keks. Hallo Sportsfreunde, mein Warm-up findet mal wieder auf dem Rad, auf dem Weg zum Training statt. Für ein Warm-up ist ganz schön anstrengend, aber das resultiert sicherlich noch daher, dass ich einfach noch lange nicht wieder auf dem Fitnesslevel bin, auf dem ich vor der Krankheit war. Aber wenn man wieder reingekommen ist, dann geht's auch wieder. Das Problem ist, wenn man erstmal raus ist aus der Nummer, dann braucht es einiges an Konsequenz und Motivation, um da herzukommen. Auch mir fällt es unheimlich schwer, weil es sehr mühselig ist und ich sehr ungeduldig bin. Aber es kann nur gut gehen, es kann nur funktionieren. Man muss es halt machen. Ich treffe mich gleich mit dem Robert Förstemann. Ich werde mit ihm gemeinsam trainieren, denn er hat heute wieder sein Einstiegstraining. Hat jetzt, glaube ich, drei Wochen, glaube ich, Pause gehabt. War im Urlaub. Das Gute ist, ich lasse ihn heute nicht ganz so hoch gehen mit den Gewichten. Dann müssen wir nicht so viel Scheiben hin und her stecken, ja? Das heißt, wir bleiben dann beide beim gleichen Arbeitsgewicht am Ende. Ist doch prima, oder? Ist gut für mein Ego. Hier in der Ecke, ich hab schon gedacht, du bist gar nicht da. Ey. Hi. Ich bin da, ich bin pünktlich. Ja, ich hab dich nicht gesehen, ey. Mr. Holiday. Ja. Schön braun. Sag ich dir, schönes Wetter haben wir gehabt. Hast du trainiert im Urlaub? Ich war schwimmen. Schwimmen. Ich war schwimmen. Ich war einmal im Kraftraum, aber dann hatte ich so einen Muskelkater, dann habe ich das immer wieder gelassen. Nein, ansonsten habe ich mich aktiv bewegt, muss man wirklich sagen, aber alles in allem stand eigentlich schon die Regeneration und Erholung im Vordergrund. Ja. War eine super Sache, hat Spaß gemacht, mal die Seele baumeln zu lassen und das zu machen, worauf man Bock hat. Also nach dem letzten Urlaub, erinnere ich mich, hattest du mehr zugenommen und warst nicht ganz so geschmeidig, muss ich sagen. Also du siehst immer noch recht sportlich aus. Kannst du dich erinnern an den letzten Urlaub? Ja, ja. Da warst du richtig. Ich habe auch immer ein bisschen drauf geachtet. Ich glaube, ich war ganz gute Form eigentlich. Für Urlaub war das schon ganz okay. Das ist cool. Also wie gesagt, nach dem letzten Urlaub in Holland oder sowas, der Europapark oder so, in der Centerparks, da sahst du richtig regelrecht dick und gedrungen aus. Aber wenn man nur 1,40 groß ist, dann... I'm peeking. I've been going blind and you seen him. They just turning up what I've been in. Where I'm
I'm elevating, no ceiling. Two meanings, yeah, I'm drop top scheming. In my own lane, so I'm leading. If you follow him, then I'll chief him. Sun him like he came from my semen. Demeaning, I'll be making it peaking. Teaming, no, we burning up. Hot, like we green steaming in a stolen truck. Guess I'm on my way up, and some don't wanna see that. But that ain't nothing new when you be black. Keeping it moving, like a brother trying to dodge a shooting. See you end up seeing on the news. And how I'm catching bodies like a male cheerleader. Hear the aftermath through your speaker. Brother, I'm peaking. Brother, I'm peaking. To the top, I'm speeding. Crown seeking, dream chase while you sleeping. That's the reason brothers be peaking. Brother, I'm peaking. To the top, I'm speeding. Crown seeking, dream chase while you sleeping. Yeah, that's the reason brothers be peaking. Break for mama cause when I'm heating. Fake a sweat and ending up leaving. Was ist denn getrinkt, Mann? Wo ist denn Wasser? Brauch ich nicht. Reason, say I am ripping UK, that's treason. Blessing all the manners, no it don't please them. The real see you, my others change at the season. Reason, always been cold. Other brothers turn Titanic while I always been bold. Heart like a prototype, it ain't never been sold. Still I only so Sportsfreunde, der Robert Förstemann ist nicht nur derjenige mit den dicksten Oberschenkeln, sondern auch mit dem dicksten Reifen. Verdammt! Geiles Teil, Robert. Du hast es dir wirklich gekauft? Ja, na, ich beim 6-Tage-Rennen jeden Tag kam ich vorbei. Hat dich angelächelt, ne? Das passt doch eigentlich zu mir. Da steht endlich mal das Verhältnis vom Reifen und Oberschenkel passt einfach. Ja. Und das muss ich unbedingt haben. Naja, und dann habe ich mir das nach dem 6-Tage-Rennen direkt bei Start organisiert. Und kann jede Treppe damit runterfahren, macht da hoffentlich ja, Spaß. Ja, guck mal auf deine Seite. Du hast ein Video online gestellt, wie du Treppe runterfährst. Ne? Hammer, ey. Aber wie sieht's denn aus? Du hast ja den nächsten Knie-OP, richtig? Richtig. Patellaspitzensyndrom habe ich seit einigen Jahren. Durch die hohe Belastung hat sich im Prinzip an meiner Kniescheibe ein Knochen gebildet. So ein kleiner Huckel, an dem sich die Patella immer aufreibt und entzündet. Und um die nächsten 4 Jahre im Prinzip auch zu 100% fit zu sein und ordentlich Leistung abrufen zu können, wollen wir die Zeit jetzt nutzen, um das in Ordnung zu bringen. Wir denken auch, dass meine Bandscheibenprobleme daher auch rührten, weil ich im Prinzip immer unbewusst versucht habe, das zu entlasten. Ja. Dementsprechend lassen wir das jetzt machen. Und das Gute ist, du bist ja beim Dr. Dreitaler. Genau. Leute, wenn ihr mal einen guten Doc braucht für Schultern und für Knie, ja. Dreitaler. Der Spezialist auf jeden Fall. Ich habe schon einige Leute hingeschickt und gibt's nichts zu meckern. Ne? Das ist so wie der Dr. Ritsch, wenn man sich mal einen Muskel abreißt, ist Ritsch auch der Champion, der Beste, den man haben kann. Ja. Aber toi 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 brauchen wir erstmal nicht. Nicht nachmachen, Leute. So, Sportsfreunde, ich hoffe, man sieht das Kissen in meinem Gesicht nicht mehr. Ich habe mich nämlich nach dem Training nochmal hingelegt und es war so geil. So ein schönes Gefühl. Ich bin richtig schön tief weggeknackt, aufgewacht. Was, wie, wo bin ich? Und jetzt kann ich natürlich voller neuer Energie wieder weitermachen mit der zweiten Tageshälfte. Ich habe jetzt erstmal Personal Training und bin mit dem Auto unterwegs, weil ich danach noch was einkaufen will. Bevor es losgeht mit Personal Training, mal schnell Harzer Käse und ein paar Nüsse. Ich kann mich hier schlecht hinsetzen mit meiner Dose. Das macht keinen guten Eindruck. Ne? Also keine Ausreden von wegen, ich hätte keine Zeit zum Essen oder keine Zeit zum Essen vorbereiten. Irgendwas findet sich immer. Goes through the stomach, so I wanna give a shout out to my girl Chicken Dish. I'm a monster with a
beats. Ask them youngins in the streets, 50 bucks, I bet all of them agree with me. I'm a yes man, tell a rapper no. Why you wanna kiss my hitters better if you go. I was looking damn fly, man, before I had some dough, but most look like fashion victims. So, ja, Leute, ich bin mit Personal Training fertig. Hatte ein enttäuschendes Erlebnis mittendrin. Gruß an den Patrick. Es tut mir leid, wenn ich dir das Kreuzheben nicht beibringen konnte. Weil der Patrick hat seinen Rücken einfach nicht gerade gekriegt und ich war nicht in der Lage, ihn so zu coachen, dass er es hingekriegt hat. Ich sage Rücken gerade und der Rücken wird immer krummer. Das habe ich in der Form erst einmal erlebt. Oh, guck mal, wer hier ist. Ja, guck mal hier, Fitnessmodel Jan. Da will ich auch kaufen. Deswegen bin ich auch hier, siehst du? Wieso kaufst du denn so wenig? Da musst du gleich eine ganze Palette kaufen. Fitnessquark leicht, der geht immer. Ja. Hier, den hier. Das ist schön. Das Leben als Nicht-Veganer ist wirklich schön. Wirklich. Macht richtig Spaß. Was macht denn dein Experiment Oldschool Diet, Oldschool Bodybuilding? Aber ist dich jetzt schwierig. Aber ist dir schwierig? Du hast vorher intermittent. Mein Stoffwechsel ist sehr gut. Also du hast jetzt noch mehr Kalorien gegessen, als du vorher gegessen hast, oder? 4.800 Kalorien. 4.800 und das alles clean? Ja. Mit Reis und Pute primär, oder was? Reis, Pute und... Alklar. Der junge Mann aus dem Oldschool-Diet. Und für mich war ja spannend zu sehen, was besser funktioniert. Du hast dich ja vorher nach If It Fits Your Macros im Prinzip ernährt. Ja. Hast du das Gefühl, dass es hier was besser ist oder anders ist? Naja, dadurch, dass ich ein bisschen mehr Kalorien jetzt zu mir genommen habe, habe ich ein paar Kilo aufgebaut, ja. Mhm. Fettgains oder was? Ja, auch wahrscheinlich. Na toll, auch Fettgains. Super, ey. Aber mein Stoffwechsel hat sich anscheinend so schnell angepasst, dass... Jetzt nichts mehr passiert, ne? Jetzt stehe ich bei 101 Kilo und da passiert nicht mehr viel. Mhm. Ja, so schnell nimmt man ja auch nicht zu, ne? Das kommt ja über die Monate. Ja, das stimmt schon, aber jetzt ist wirklich... Über die Jahre. Das machen wir jetzt ja schon ein paar Wochen oder ein paar Monate fast schon. Naja. Und das ist eigentlich nur noch ein Auf und Ab, leider. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber... Krafttraining, progressiv. Oder du musst mal irgendwie einen anderen Zyklus jetzt einbringen. Irgendwie was, keine Ahnung, jetzt Vorermüdungsprinzip oder Supersätze. Ja, genau das. Oder vielleicht Kapillarisierung, böse für 2-3 Wochen oder so. Na, sagen wir 4. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ich habe doch die nächsten 3-4 Tage, bin ich doch im Urlaub. Nicht im Urlaub, im Seminar. Ich nehme einen Workshop mit Kelly Starrett. In Köln, ganz schlimm. Ja, ganz furchtbar. Aber es geht nicht anders. Hast du dann wieder mit dem Kampf-Corsa? Nee, ohne Corsa diesmal. Diesmal fahre ich mit dem Zug, weil ich ein bisschen Angst hätte. Da kannst du noch ein bisschen arbeiten dabei. Und ich hätte Angst, dass mein Auto das nicht überlebt, weißt du? So, nach langem Hin- und Herschauen entscheide ich mich für die Irish Beef Flank Steaks. Mal gucken, wie lange das haltbar ist. Aber egal, das kriegen wir schon alle. 2,07. Ich glaube, die nächsten 3 Tage verträgt. 1, ja, ich befürchte auch, ja. So, da haben wir alles, oder? Mehr brauche ich nicht. Ich bin zu Hause angekommen, schon Hunger. Und jetzt gibt es schnell noch Hühnchen mit so ein bisschen Gemüseauflauf und den Frühlingsquark. Geil, oder? Hallo Sportsfreunde, ich habe euch erzählt, dass ich heute Nachmittag, heute Abend wegfahre und 3-tägiges Seminar besuche. Zack, so ist gut. Jawohl. Leicht vorne, nichts weiter aus. Die Hand bleibt an der Hand. Jawohl. Andere Seite. Ellbogen kommt immer zuerst. Come on, Ellbogen zuerst. Ja, genau. Ja. Wenn du nicht mehr so hoch kommst, machst du einfach nicht mehr so hoch. Zur Seite. Ja. Nicht hier unten rumspielen, hier oben ist wichtig. Oberarm zur Seite. Zum Gesicht mehr. Zugesicht. Du brauchst gar nicht so weit. Genau. Ja, ich ziehe nicht mal, dann ziehe ich die nicht an. Zieh einfach hoch. Und nicht vorne stehen lassen. Einfach gerade hoch. Die Kapuze hebt die Schultern an. Ein bisschen hinten stehen lassen einfach. Genau. Du merkst es auch ganz anders, ne? Wir wollen nicht hier den vorderen Trapez, wir wollen ja auch hier hinten unten rein, ne? Zack. We'll be right back.
Sportsfreunde, ich habe euch ja gesagt, jetzt sind wir auf dem Weg nach Köln. Also erstmal auf dem Weg zum Bahnhof, lassen wir uns fahren. Da hinten drin sitzt der Jasper. Ja, Maxi kommt mit, tschüss sagen. Emma kommt auch mit, tschüss sagen. Und Frauchen auch, die fährt nämlich, Gott sei Dank, obwohl sie krank ist. Und ich würde an dieser Stelle gerne den Vlog beenden. Denn die nächsten drei Tage werde ich Jasper und mich mit der Kamera begleiten. Und ich bin mir sicher, es wird uns einiges Lustiges, Interessantes widerfahren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Tschüssi.